Ja, Leute, was geht? Es geht weiter hier mit Black Set Skin mit mir, dem Pyrus. Wir wollen natürlich heute mal mit den Typen reden und gucken, was hier gespielt wird. Diskurs über die Ungleichheit. Okay. Nimm mal die Hall of Fame. 17 aufkleben. Sehr schön, danke. Guten Morgen, Sir. Ja, guten Morgen auch für dich. John Blackshirt, Privatdetektiv. Hätten Sie was dagegen, wenn ich Ihnen ein paar Fragen stelle? Ganz und gar nicht. Nur zu, Euer Ehren. Waren Sie am Sonntagnachmittag hier? Ja, in der Tat, gütiger Prinz. Ich bin runtergekommen, um fernzusehen, nachdem ich den New York Marathon in Rekordzeit absolviert hatte. Tut mir leid, dass es Ihnen so geht. Wie bitte? Wie es mir geht? Weil ich nüchtern bin? Oh, keine Sorge, gütiger Prinz. Ich hab da einen Plan. Das kannst du allerdings, mein Augenstern. Tu einem alten Mann einen Gefallen und bring ihm was nach. Oh, also schön. Was soll was zu essen bringen? Vermutlich bin ich der letzte New Yorker ohne Fernseher. Hätte ich nur das Geld von dem Nashorn angenommen. Ach so, hätte ich jetzt einen Fernseher, ne? Ich wette, hätten wir dich jetzt einen Fernseher, oder würde ich mir hier später einen Fernseher kaufen, hätte es irgendwelche Vorteile. Warum hast du keinen Fernseher? Wo laufe ich überhaupt hin? Das ist natürlich sehr schön, dass ich nicht sehe, wo ich hinlaufe. Wo laufe ich hin? Mal gucken, wo das hinführt. Ach, entspannter Spaziergang durch die Gasse, wer kennt's nicht. Was soll ich hier? Gut, jetzt bin ich ja wieder. Ah ja, hier müsste ich ja nochmal die Dietriche holen, ne? Ich erinnere mich. Hier wird irgendwie ein Supermarkt in der Nähe. Mary Purnell, die Frau, die Duns Leiche gefunden hat, arbeitet einen Block entfernt vom Club. Ich bin mir sicher, dass sie mir die Art von Informationen geben kann, die ich. Hey! Mach deine Augen auf, du Pfeife! Bist du Ärger, du Arsch? Pass du doch auf! Fahr zur Hölle! Weh, ich seh dich hier nochmal! Ich wollte eigentlich da noch bleiben und mich noch umschauen. Ups. Ja, Dinner, ja, genau, kann ich was mitbringen. Aber vielleicht kann ich auch einfach so ein bisschen. Cool. Und bitte sehr. Wir werden Sie in Sam's Diner vermissen. Bis bald. Willkommen in Sam's Diner. Was darf ich Ihnen bringen? Blackshirt, Privatdetektiv. Ich arbeite für Sonja Dunn. Ich muss Ihnen ein paar Fragen zu Joe Dunn stellen. Gewiss. Aber ich arbeite gerade. Vielleicht später? Ich sehe hier nur einen Kunden, der am Tresen sitzt. Und der bittet um Ihre Mitarbeit. In Ordnung.
Könnte ich bitte einen Burger bekommen? Aber sicher. Normal oder mit Käse? Ich glaube, ich nehme den Cheeseburger. Hm? Wollen Sie Pommes? Was zu trinken? Nein, das wäre alles. Alles klar. Für hier oder zum Mitnehmen? Ich nehm's mit. Hm. Ein Cheeseburger zum Mitnehmen, Sam. Ist gut. Sie sehen verquollen und müde aus. Schlaflose Nächte? Hektische Tage? Oder hat sie geweint? Vielleicht alles zusammen. Riecht nach Zimt. Nein, Zimt und Burger. Mhm. Okay, Ja. Ah, jetzt. Riecht lecker. Mein Kumpel wird sich die Lefzen danach lecken. Ein Cheeseburger zum Mitnehmen. Ihre Handschrift ist adrett und sauber. Hm. So, ist jetzt ein Anmachspruch. Du hast ja eine schöne Handschrift. Oder wofür brauchen wir das jetzt? Das ist zum Anmachen. Ihr Burger ist fertig. Ach stimmt, dann können wir ihm... Ja, klar. Das kann ich von uns. Na gut, Sie lassen es sich jetzt erstmal schmecken. Vier Leute haben an jenem Abend die Hintertür. Ach was. Ich mag zwar blinzeln wie eine Fledermaus, aber wie du sehen kannst, sind meine Ohren noch immer intakt. Vielen Dank übrigens, dass du den Käse nicht vergessen hast. Vier Leute haben vor zwei Tagen die Hintertür benutzt? Ja, genau. Wer hat als erster die Hintertür benutzt? Der oder die war ein regelrechter Schrank, hat die Tür aufgeschlossen, ist reingegangen und kam sofort wieder raus. Wer hat als zweiter die Hintertür benutzt? Ein Mann, wenige Minuten nach der ersten Person. Er kam wieder raus und murmelte, undankbarer Wichser. Dann hat er etwas in den Müll geworfen und ist wieder rein. Ach, nein, Moment. Vorher hat er mir noch eine Münze gegeben. Eine Münze? Hey, sehe ich vielleicht so aus, als würde ich Kleingeld brauchen, ja? Ich meine, ich wohne im Million Star Hotel zum Henker nochmal. Okay. Wer hat als Dritter die Hintertür benutzt? Den leisen Schritten nachzuurteilen, war der oder diejenige wohl eher klein. Ich würde sagen, das war so etwa 30 Minuten, nachdem die zweite Person herausgekommen war.
Wer auch immer das war, er oder sie hatte etwas in den Müll geworfen und einen Moment lang vor mir gestanden. Dann habe ich ein Klick gehört. Schließlich hörte ich aus dieser Richtung leiser werdendes Gelächter. Wer hat als Vierter die Hintertür benutzt? Jemand Großes. Ich kann mich an schweres Atmen erinnern. Diese Person hatte es eilig, wieder zu verschwinden und ist in diese Richtung gelaufen. Wie es wohl ist, blind zu sein, würde ich damit klarkommen. Ich würde sagen, eher nicht. Sieht so aus, als hätte den mal jemand als Boxbirne benutzt. Finde ich übrigens auch richtig geil, ne? Ihr wisst ja, dass ich sehr gerne The Last of Us mag. Und dass er die Haupt, dass er die Stimme von Joel hat. Sieht so aus, als hätte den mal jemand als Boxbirne benutzt. Ach so, man kann das doppelt machen. Ah, okay, sorry. Ich dachte, also, wenn er bestimmt die Beine sich noch angucken wollen, oder? Blind und keine Beine. Wie schafft er das nur? War der vielleicht mal Zugschaffner? Das haben wir schon. Ist das jetzt abgeschlossen oder nicht? Und das haben wir. Das hatten wir auch schon. Ich glaube ja. Ich glaube, wir könnten sagen, dass abgeschlossen ist. Aber das haben wir. Wo haben Sie den Farbeimer her? Der war in der Mülltonne, da hinten. Habe ich gleich nach all dem Kommen und Gehen gefunden. Ich wollte wissen, was all die Leute da zurückgelassen haben. Sie haben da einen Expander auf Ihrem Wagen. Was, einen Expander? Ein Dingsbums mit drei Sprungfedern. Ach, das Dingsbums mit Sprungfedern habe ich aus der Mülltonne. Da hinten einen Farbeimer und so ein Dingsbums mit Sprungfedern. Was für ein Abend. Sie haben sich vorher etwas seltsam verhalten. Aber jetzt scheint alles in Ordnung zu sein. Wie kommt's? Oh, du kannst super sehen, riechen und hören. Wie kommt's? Tja, ich bin halt ein Kater. Tja, ich bin halt ein Ziegenbock. Das wäre für den Moment alles. Danke. Und vielleicht kann ich mir da mal ein bisschen genauer, genau. Ja, das würde ich, wollte ich mal ganz da, genau. Jetzt sieht es ja auch mit. Aber hier ist nichts, ne? Na gut. Ich geh mal wieder rein, ne? Schön schließen. Aber gut, okay, also sind mehrere Personen hier gewesen. Und wenn ich es richtig habe, an dem Tag, wo... Das kann doch kein Zufall sein. Ein Mann bringt sich um. Macht angeblich Selbstmord. Und auch zufällig verschwindet ein Boxer. Zufällig laufen an dem Tag vier Leute zu vorbei. Und zufällig denkt man sich so, hey... Ich ziehe noch auf den Obdachlosen.
Man, er kann vom Glück reden, dass er es überlebt hat. Mann. Das hätte auch anders ausgehen können. Ja gut, dann hole ich mal die Triche. Ah, okay, also man darf schon die Schauplätze hin und her wechseln, ohne dass man dann irgendwas verpasst. Ist nicht mal sehr nett. Wenn man immer einsam einen Schauplatz wechselt, dass der Spieler irgendwas überspringt, was man noch erledigen wollte. Ist mir schon öfters passiert in anderen Computerspielen. Aber wenn es hier so der Fall ist, dann ist alles gechillt. Ja. Ich hoffe, das war kein Klient. Statistisch gesehen muss ich mit einem Vertreter zu tun gehabt haben. Oder noch schlimmer, der Therapiegruppe für Kriegsveteranen. Ach, ich dachte, dass ich die Dietriche auf dem Tisch da liegen hatte. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass gleich irgendwas passieren wird. Okay, er wird wohl behandelt wegen irgendwelchen Kriegsträumen, Trauma. Kommissar Smirnov hat diese Zigarette geraucht. So wie er die ausgedrückt hat, war er ziemlich nervös. Riecht gut. Hat noch besser geschmeckt an dem Tag, als Smirnov mir den zum Dank für einen Gefallen mitgebracht hat. Ein Gefallen, für den ein Bulle niemals bezahlt werden sollte. Okay. Da wohnen jetzt mal die Triche hin. Oh nee, da ich muss das jetzt irgendwie raussuchen. Was hast du nur gemacht, um dir die Bewunderung einer Jahrtausende alten Kultur zu verdienen, Vetterchen? Was ist, wenn das Einzige, was einen noch am Leben hält, genau das ist, was einen nicht vorankommen lässt? Es ist noch zu früh für einen endgültigen Abschied. Sie würde mich ja eh nicht hören. Ja, manchmal ist es halt schwer loszulassen, ne? Okay. Hallo? Nee. Spiel? Na gut, dann machen wir mal kurz wieder einen Cut, wir haben die 20 Minuten erreicht. Insofern machen wir einen kleinen Schnitt hier und beim nächsten Mal geht's weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen, euer Pyrus. Bis zur nächsten Folge, haut rein. Tschüssi!